Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf dem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder im Hintergrund, ihr seht's, wir sind wieder auf der Schellenburg unterwegs. Und zwar heute mal wieder am Hof Eberhard. Wir sind ja momentan in der, dritter Woche Test. Letzttest auf dem Hof. Und bis dato, muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Jetzt ist es aber so, dass mir während dem Let's Play, oder Let's Test besser gesagt, etwas aufgefallen ist, was ich gerne mal, mir zumindest mal optisch mit euch anschauen möchte und euch so ein bisschen mitnehmen, euer Feedback abholen und das Übliche so ein bisschen mitnehmen. Na, das Übliche an der Stelle. Auch an der Stelle wünsche ich euch einen schönen Sonntag, ein schöner Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und könnt hier noch mit einem gemütlichen Käffle das Video genießen. So, also, dann gehen wir mal rein. Und zwar brauche ich jetzt den Unterstand, den hier. Den möchte ich mir mal ganz kurz reinziehen. Jetzt muss ich gerade, nein, ich brauche nicht den, ich brauche den am Hofladen. Den hier. Den hier möchte ich gerne einmal reinnehmen. Den habe ich mir so weit schon mal hergezogen. Und dann brauchen wir noch die Rotation dazu, damit die Bude schon mal richtig steht. So, jetzt haben wir das Ganze so. Man erkennt es auf jeden Fall, hier steht normalerweise die Bude. Und jetzt ist es so, dass wir hier oben ja unser Ballenlager haben. Ne? Unser reguläres Ballenlager und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, man könnte das vielleicht noch ein bisschen anders gestalten, auch mit einer kleinen, so Story ähnlich. Jetzt muss ich gerade schauen, ich glaube, die Bude habe ich hier drin, Scheune, war das die hier? Lass mich gerade mal ganz kurz schauen. Ja, genau. So, und zwar habe ich mir gedacht, wir haben ja einerseits das HD-Bahnlager hier im oberen Bereich und da hinten dieses, nennen wir es einfach Object Store, also da, wo ihr alle möglichen Objekte einlagern könnt. Und ich habe das als Ballenlager verwendet. Jetzt dachte ich mir, durch das, dass hier viel Käse und so weiter zustande kommt, brauchen wir vielleicht so eine Art Kühlhaus. Somit dachte ich mir, weil das war zum Beispiel dort, wo ich früher aufgewachsen bin, relativ gang und gäbe, dass in Nähe vom Hof ein altes Gebäude stand, ein alter Schuppen. Ich platziere das jetzt einfach mal rein pro forma irgendwo hierher. Ne, so ein altes, eingesiedeltes Gebäude. Und dachte mir, jetzt können wir doch sozusagen hier unser Ballenlager reinmachen. Fände ich eigentlich ganz cool. Somit hat man in der Nähe vom Hof doch nochmal vielleicht so einen kleinen Unterstand, weil ich nutze meistens das Ballenlager ohne Kolli. Somit könnt ihr trotzdem eure Fahrzeuge einlagern. Ebenso können wir dann hier aber auch unsere Ballen einlagern. Ne? Ich glaube, so verkehrt wäre das gar nicht. Und im Gegenzug machen wir hier drüben ein Kühlhaus draus. So, dazu müssen wir jetzt aber ein paar gewisse Dinge vorbereiten. Bedeutet, wir müssen uns ganz kurz überlegen, wir haben am Hof Eberhard. Und ihr wisst, ich mache das ja immer so, das was da ist, verwende ich. Und macht sozusagen das Beste draus, ne? Für mein Verhältnis an der Stelle. So, und zwar würde ich gerne diese Thematik mal vorab nehmen. Ich erzähle da gleich noch was dazu. Das hier, ich brauche diesen Cube. Den würde ich mir gerne einmal extrahieren. Aus dieser ganzen Geschichte raus. Und pack mir das mal hier rein. Das hier darf weg und dann machen wir einfach mal eine kleine Transform Group draus und nennen das einfach mal Kühlhaus sozusagen. So, das soll nachher, wenn es klappt, hier oben reinkommen. Wo habe ich's? Ach so, ja, ich bin doch ein Dulli. Natürlich, brauchen wir erst noch kurz diese Geschichte hier. Da muss ich mir das jetzt ganz kurz zurechtscheißen, weil ich da den Pivot nicht ideal gesetzt habe. Das macht aber nichts, denn wir setzen einfach den Transform Group Punkt hierher, ziehen das hier in die Gruppe rein und somit kann ich das schon mal besser handeln. So, jetzt können wir nämlich das hier oben mal reinpacken.
und richten das Ganze aus. Jetzt ist es so, wir haben ja hier die Fenster. Wie machen wir das? Wir machen das so rein. Ich suche mir anhand von dieser Mauer hier unten mal so ein bisschen den Nullpunkt, beziehungsweise die Ausrichtung, damit es gleichmäßig wegploppt. Dann weiß ich, ich bin relativ bündig. So, und jetzt schieben wir das nach hinten durch, so weit wie es geht. So. So müsste es fast passen. Lass mich mal noch mal kurz das an der Wand kontrollieren. Ja, das ist okay. So, und jetzt wäre nämlich mein Plan, dass wir später, das werde ich dann im Off machen, hier drin sozusagen das Ganze aushöhlen und begehbar machen. Ne? Damit wir hier nachher im Idealfall die Hofmolke mit reinnehmen können. Bedeutet, ich würde mir das hier auch wieder kopieren. Und das Ganze hat auch wieder diesen Pivot-Fehler, leider Gottes. Und da machen wir das Ganze halt auch wieder so. Und schieben das hier rein. Ja, das sind halt Dinge, ne, die lernst du erst so nach und nach dazu. Man muss halt im Leben ein paar Fehler erstmal machen, bevor man es richtig machen kann. So. Das würde dann sozusagen irgendwie so reinkommen. Dementsprechend müssen wir das halt auch von der Größe anordnen. Ich glaube, jetzt nehme ich mir das mal noch ganz kurz raus, damit ich das besser verbauen kann. So. Auch hier machen wir erstmal die Ausrichtung. Ist na klar, wie gesagt, nicht ideal mit der Geschichte hier. Mal gucken, ob das vielleicht noch... Ja, das kriegen wir so nicht gedreht. Aber kriegen wir auch so hin. Wir werden heute sicherlich nicht fertig mit der Thematik. Ich wollte euch das eh mal so vorab ein bisschen präsentieren an dem Sonntag, damit ihr euch mal ein bisschen damit anfreunden könnt. Machen wir mal 0,5. Das Ganze werde ich, wie gesagt, später eh dann im Blender nochmal zurechtstückeln. Dann könnt ihr euch nämlich das Ganze schon mal so in etwa erahnen. Haben wir hier auch rein toll, nicht ganz, vielleicht so 0,6. Irgendwie so wird es dann später aussehen. Damit wir hier drin auf jeden Fall wirklich eine Art Kühlhaus haben, dann möchte ich hier das Ganze ausschneiden und sozusagen mit einem Rolltor, das habe ich schon mal auf der Alpenmap verbaut, das würde ich dann hier wieder verbauen. Und dann wäre das halt so, beziehungsweise ich muss gerade überlegen, ich muss es anders machen. Wir wollen ja dann sozusagen, dann muss ich die Seite zum Öffnen machen. Wir machen einmal eine Tür, dass man sozusagen reingehen kann und eine, wo man öffnen kann. An der Seite ein Rolltor, damit man das auch wirklich hoch transportieren kann. Ne? Dann mache ich hier vorne den Trigger hin, damit man sozusagen die Palette aufstellt und dann wird es hier oben eingelagert. Ich glaube, so machen wir das am geschicktesten. Ich zeige euch das mal ganz kurz auf der Alpenmap. So, die Alpenmap lädt gerade mal kurz rein. An der Stelle werde ich ja auch immer wieder gefragt, wann kommt die überhaupt noch, wird überhaupt weitergemacht. Mein Fahrplan ist eigentlich so, dass sobald die Schellenberg für mich persönlich, ne, und für das Team und so weiter erstmal getestet ist, bedeutet, ich schicke das Richtung Giants zum Test, dann werde ich mit dem Gallenberg-Update weitermachen und auch hier mit der Startzinkarte. So, ich muss gerade mal schauen, sehen wir das hier? Ich meine, ja, genau. Wir haben im Endeffekt hier ein Gebäude platziert, das ja x-beliebig sein kann. Und dann haben wir hier ein Rolltor mit Raum ist klimatisiert. Und dann gehst du hier rein und kannst sozusagen deine Sachen einlagern in das Ganze.
Ich werde das Ganze aber, ja, sagen wir mal, schön dekorieren natürlich, aber relativ simpel halten, weil die Funktion an sich braucht es ja nicht. Ne? Das geht ja nicht kaputt, das Zeug im LS. Aber dass es zumindest schon mal schön aussieht. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Wir haben das hier. Da ist, glaube ich, schon alles dabei, oder? Wir haben die Balken drin. Da ist eigentlich mehr als genügend schon drin. Ich brauche eigentlich nur das Tor erstmal. File, Export. So könnt ihr übrigens aus jeder Karte etwas exportieren. Ja. Und dann können wir das nämlich hier wieder mit rein importieren. Und dann würde ich sagen, kommt das zum Beispiel hier oben hin. Das muss ich dann halt dementsprechend alles ausarbeiten, so dass es passt. Das ist logisch. Wie gesagt, das ist jetzt alles nur so ein bisschen Vorbereitung, damit ihr euch das vorstellen könnt. Dann, wie gesagt, mache ich hier unten einen Knopf hin, dass es schon mal aufgeht. Dann können wir das hier reinlagern. Und hier oben machen wir noch eine Türe rein, dass man auf jeden Fall gucken kann, was da drin lagert. So, und das wäre somit mal der Plan. Da hier muss ich das ausschneiden im Blender. Ich muss hier eine Türe ausschneiden im Blender. Ich muss die Zwischenwand muss ich rausschneiden im Blender. Und dann wird es, glaube ich, ganz cool soweit. Na, dann kommt hier oben das sozusagen so irgendwie hin nachher. Auch die hier muss ich ausschneiden noch, die Geschichte. Da machen wir das alles passend. Vermutlich werden wir uns das am Montagabend im Stream, im Livestream mal vornehmen. Wenn ihr da mal Bock habt dazu, das Ganze anzuschauen, wie sowas ja, auf die Beine gestellt wird, so Stück für Stück, dann schaut da gerne mal rein. Da findet ihr unten unterhalb dem Video den Link zu Twitch. Na, Montag zu ca. 19.30 Uhr starten wir dann durch. So, und wie gesagt, die andere Thematik, da muss ich hier noch einen Platz finden für diese Scheune. Wir haben ja hier überall die Häuser schon platziert, ich möchte es aber relativ hofnah. Das soll gerne nochmal so ein bisschen mehr Aufwand sein, aber es soll nicht lästig sein. Wisst ihr, wie ich meine? Es muss trotzdem irgendwo ein bisschen nachvollziehbar sein. Mein Platz haben wir genügend. Ne? Man könnte es auch hier vorne ans Eck hin machen. Das wäre auch nicht so tragisch. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Gut, Freunde. An der Stelle, Plan steht. Wenn ihr Bock habt, würde ich mich sehr, sehr freuen. In dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.